Wir wollen herausfinden, ob der legendäre, unglaublich geländetaugliche Pinzgauer kleine Flüsse durchqueren kann. Dieses extreme Geländefahrzeug ist natürlich kein U-Boot und mit seinen 37 Jahren eigentlich ein Oldtimer. Eine geeignete Furt ist bald gefunden und der Überquerung des Gewässers steht nichts mehr im Wege. Blöd ist nur, dass der Himmel heute reichlich Wasser zu Boden schickt. Oberbayerische Fließgewässer in Alpennähe können dadurch in wenigen Minuten um viele Zentimeter anschwellen. Nun heißt es locker bleiben und das Wagnis starten. Der Pinzgauer tastet sich langsam die Böschung hinab ins Gewässer. Die extremen Untersetzungen, die große Bodenfreiheit und die kurzen Überhänge sind optimal für solche Aktionen. Unten angekommen wird beherzt Gas gegeben und der Pinzgauer durchschneidet elegant die Fluten, fast wie ein echtes Wasserfahrzeug. Nur noch 10 Meter bis zum Ufer und nichts geht mehr. Der Wagen steht. Für Fehlersuche bleibt keine Zeit. Der Regen hört nicht auf und in 1 bis 2 Stunden kann der Wasserstand um weitere 40 cm ansteigen. Nach kurzer Ratlosigkeit rufen wir nach geländegängiger Hilfe, die den Wagen aus dem Wasser ziehen soll. Die Wartezeit wird genutzt, um das Terrain zu sichten und Vorbereitungen fürs Abschleppen zu treffen. Der bordeigene Gurt hält 2 Tonnen Zugkraft aus, doch reicht er nur bis knapp ans Ufer. Nach gut 20 Minuten ist die Hilfe mit einem weiteren Gurt vor Ort und der Regen hört allmählich auf. Ein paar kurze Anweisungen und dann kann der Range Rover den Pinzgauer an den Haken nehmen. Der feine Brite hat genügend Grip, um das havarierte Fahrzeug aus dem Wasser zu ziehen, obwohl das nasse Gras recht glitschig ist. Eine Herausforderung stellt die kurze, aber steile Böschung dar. Und hier findet die Abschleppaktion ihr Ende. Dann die rettende Idee. Vielleicht springt der Motor wieder an. Eben noch unter Wasser zeigt der Pinzgauer, dass ihn so schnell nichts unterkriegen lässt. Wie sich später herausstellen sollte, war nur die Luftansaugung des Motors unterhalb des Wasserspiegels und der Vergaser bekam keine Luft mehr. Nach einer 2-tägigen Trocknungsphase wird der Pinzgauer wieder ganz der Alte sein. Hier sind die Größten. Das ist so ein geiles Auto, oder? Jetzt hat kein anderer nicht gekriegt.